Hallo Cutie Nader und herzlich willkommen zurück zu Cute Life Hacks. Wir sind auch auf TikTok unter Lisa und Joanna und ich bin auch auf TikTok unter Lisa Sophie Thoma. Also schaut unbedingt dort vorbei, weil im heutigen Video geht es ja auch um TikTok-Trends und verschiedene Trends, wo wir probieren, ob die auf TikTok viral gehen oder nicht. Also in diesem Video versuchen wir verschiedene Trends und verschiedene Ideen aus und werden dann natürlich nachsehen, welche davon auf TikTok viral gehen und welche nicht. Unser erstes TikTok ist inspiriert von einem Instagram-Video. In dem Videoclip wird Shampoo oder Kleber über eine Pyramide von kleinen Tonbällchen gegossen. Wir werden hier als Flüssigkeit allerdings Nagellack verwenden und schauen, ob wir so auch ein wenig Claycracking haben werden. Die Nagellacke sehen noch dazu wirklich entzückend aus mit all diesen kleinen Partikelchen und Glitzer. Dieser Versuch sieht schon wirklich toll aus und ist etwas, das wir auf jeden Fall auf TikTok posten sollten. Leider haben wir direkt danach versucht, das Ganze zu bewegen, wodurch es dazu geführt hat, dass die Pyramide auseinandergebrochen ist. Wir haben es geschafft, alles wieder herzurichten, aber wir werden das nächste Mal definitiv etwas vorsichtiger sein. Lassen wir das Ganze jetzt trocknen und geben noch eine Schicht Nagellack drüber. Der nächste Versuch jetzt mit dem Schmetterlingsnagellack. Die Glitzerstücke mit den Schmetterlingen haben die Öffnung des Nagellackbehälters verstopft und daher konnte man den nicht ganz gleichmäßig darüber gießen. Der letzte Versuch mit dem Holographic Nagellack hat super funktioniert und all diese drei Pyramiden haben wir anschließend trocknen lassen. Nach dem Trocknen haben wir natürlich mehrere Schichten von dem Nagellack noch aufgetragen, sodass das Ganze wirklich auch als Claycracking-Experiment funktionieren könnte. Diese glitzerfarbene Pyramide sieht toll aus. Das Geräusch, das wir uns hier erhofft haben, bleibt aber leider aus. Wir denken, dass es daran liegen kann, dass das Tonstück zu klein war und der Nagellack so aufgesaugt wurde und das Ganze gar nicht richtig perfekt festtrocknen konnte. Es kann natürlich auch sein, dass einfach der Nagellack eine etwas andere Konsistenz hat als die übrigen Nagellacks, die wir sonst verwenden. Probieren wir es jetzt mit den anderen Pyramiden und schauen, ob die ein Geräusch machen. Die Pyramide mit den süßen Schmetterlingen sieht entzückend aus. Probieren wir es mal. Wirklich nicht die hübscheste Pyramide, aber es hat toll geklappt. Jetzt kommt die Holographic-Pyramide, die wirklich toll aussieht. Mal schauen, ob hier ein Geräusch kommt. All diese Clips seht ihr natürlich auf TikTok, also schaut dort unbedingt auch nochmal vorbei, wie gut sie auf TikTok viral gegangen sind oder eben nicht. Als nächstes haben wir diese Bade-Überraschungsspielzeugsets. Das sind kleine Schwämme, die, wenn man sie in Wasser taucht, erst richtig groß werden. Uns gefällt hier besonders die entzückende Verpackung, die aussieht wie eine kleine Vitaminkapsel. Die Kapsel muss sich nicht komplett auflösen, damit der Schwamm die Flüssigkeit aufsaugen kann, sondern ein kleiner Riss reicht schon und die Kapseln springen auf. Es ist eine sehr einfache, aber auch tolle Idee. Es sieht unfassbar süß aus und das Ergebnis sind wirklich entzückende kleine Schwämme. Die nächste Videoidee ist wirklich einfach. Hier verwenden wir Fenty Body Lava, ein Produkt, und werden das mit unseren Makrolinsen einfach mal auftragen und dann auf der Haut verstreichen. Da das perfekte Video auf TikTok um die 15 Sekunden lang ist, haben wir beschlossen, hier ein bisschen zu experimentieren und nicht nur Do-It-Yourself-Experimente zu testen. Im nächsten Video geht es aber auch ein wenig um Beauty. Vor ein paar Jahren gab es dieses virale Video, wo man gesehen hat, wie ein durchsichtiger Lippenstift von einer Rasierklinge durchschnitten wird. Ursprünglich wurde das Video wahrscheinlich auf Quai gepostet und da aber wirklich eine Zeit lang auf allen Plattformen zu sehen. Doch genauso schnell ist das Video auch wieder verschwunden. Uns hat dieses Video allerdings so inspiriert, dass wir heute den Clip nachmachen wollen. Hierfür haben wir eine unterschiedliche Auswahl an Messern und Lippenstiften. Die Sorten dieser Lippenstifte sind einfach nur faszinierend und sie sehen so toll aus. Ob Wassermelone, Heidelbeere, Apfel oder Kiwi, die verschiedenen Farben und Glitzerpartikel sind schon wirklich besonders und sind unglaublich faszinierend zum Ansehen. Farblich auf den Lippen macht der Lippenstift einen nicht allzu großen Unterschied, aber das ist auch klar, weil die Farbpigmente einfach nicht so intensiv sind. Schließlich ist der Lippenstift ja immer noch transparent. Die Farben sehen so toll und wir können es kaum erwarten, sie mit den verschiedenen Messern zu zerschneiden. Wir beginnen hier mal mit einem ganz herkömmlichen Stanley-Messer und schneiden ganz vorsichtig eine Schicht nach der anderen von dem Lippenstift hinunter.
Keine Sorge, man kann natürlich diese runtergeschnittenen Überbleibsel von dem Lippenstift weiterverwenden, wenn man möchte, also es ist keine allzu große Verschwendung. Das hat schon ganz gut geklappt, aber wir dachten uns, wir müssen unterschiedlichste Skalpelle, Messer und Klingen probieren, einfach um zu sehen, was am angenehmsten aussieht, wenn man es von dem Lippenstift hinunterschneidet. Wir haben sogar ein paar Skalpelle, die man eigentlich für Operationen verwendet. Uns ist allerdings schnell aufgefallen, dass ein Skalpell nicht breit genug ist, um eine Scheibe vom Lippenstift schön hinunterzuschneiden. Wir haben es zwar an einem Lippenstift getestet, aber es hat nicht so gut funktioniert wie andere Messer. Dasselbe gilt natürlich auch für das Bastelskalpell. Bei beiden Varianten hat man eher das Gefühl, dass sie Stücke abschneiden und nicht wirklich Schichten vom Lippenstift. So wie wir das jetzt hier sehen, ist es einfach viel angenehmer zum Zusehen. Das Bastelmesser hat wirklich am besten funktioniert und so kann man auch wirklich hübsch Schichten von dem Lippenstift hinunterschneiden. Jetzt verwenden wir diese Methode bei den restlichen Lippenstiften. Es war tatsächlich viel schwieriger, als wir gedacht haben. Und wir haben wirklich lange gebraucht, um die passende Technik zu finden. Denn wenn die Stücke zu dick sind, drehen sie sich oft auf und wir wollten unbedingt papierdünne Scheiben hinunterschneiden, die genauso aussehen wie in dem Video, was vor ein paar Jahren viral war. Beim letzten Versuch hat es dann wirklich gut ausgesehen und das wird auch der Clip sein, den wir schlussendlich auf TikTok hochladen werden. Es ist auch tatsächlich ein wenig schwieriger, das so zu machen, dass es wirklich toll aussieht, denn zu filmen, gleichzeitig das Messer zu halten und auch darauf zu achten, dass der Lippenstift nicht verrutscht und gut befestigt ist, sind schon einige Aufgaben und das mit einem Messer in der Hand, also nicht unbedingt nachmachen bitte. Als letztes haben wir jetzt noch Shower Jelly zum Zerschneiden. Uns ist klar, dass dieser Trend etwas alt ist, aber uns ist auch aufgefallen, dass die TikTok-Trends viel mehr Mainstream sind. Durch diesen Algorithmus, der bei TikTok herrscht, werden die Videos zunächst Menschen im Umkreis vorgeschlagen und dann erst natürlich Menschen im selben Stadt oder auch im selben Land. Und oftmals sind das natürlich Leute, die dann noch keinen Slime gekannt haben oder auch keine ASMR-Videos kennen. Also sind das vermutlich auch Menschen, die noch kein Jelly-Cutting-Video gesehen haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir probieren es, weil wir lieben es, wie ästhetisch dieses Experiment ist. Das Messer sieht so toll dazu aus und auch die Glitzerpartikel verteilen sich wirklich ideal. Dieser Clip sieht wirklich super hübsch ästhetisch aus und kann unter Umständen wirklich toll auf TikTok gehen. Schaut also unbedingt auf unserem TikTok vorbei, um herauszufinden, welcher Clip am allerbesten gegangen ist. Duschjelly-Clips sehen natürlich umso besser aus, umso transparenter das Duschjelly ist. Man kann es jetzt aber natürlich noch verwenden, indem man einfach das Glitzer hinunterwäscht und anschließend das Duschjelly auch zum Duschen noch verwenden kann. Um herauszufinden, welche Videos viral gegangen sind und welche nicht, müsst ihr uns natürlich auf TikTok folgen unter Lisa und Joanna und mir unter Lisa Sophie Thoma. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Instagram folgen und uns gerne nach unten kommentieren, welche Videos ihr als nächstes von uns sehen wollt. Ich schicke euch ganz, ganz viele Küsse.